Madrid zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Schön und friedlich ist es hier. So ganz anders als während der Proteste. Vor den Parlamentswahlen will ich herausfinden, was die Wirtschaftskrise mit den Menschen gemacht hat. Eine der guten Seiten der Krise ist, der Traum vom Kapitalismus, wo jeder seines Glückes Schmied ist, ist geplatzt. Zusammen sind wir stark, heißt der neue Traum. Was ich wähle? Den Wechsel. Diese neue Lust der Leute an Politik, das macht Podemos aus. Ich kenne Carlotto nur vom Telefon und lerne, eine herzliche Umarmung und das selbstverständliche Du gehören in Spanien einfach zum guten Ton. Carlotto wohnt mit seiner Familie in einem Vorort von Madrid. Die teure Stadtwohnung konnte er sich nicht mehr leisten. Vor 3 Jahren wurde er arbeitslos. Ich mache auch so Sachen wie diese Lampen aus alten Instrumenten. Mein erster Eindruck, alles sehr gediegen und idyllisch. Carlotto ist von Beruf Grafiker und hat 25 Jahre festangestellt für einen Fernsehsender gearbeitet. Nun malt er Bilder, baut Möbel und Leuchten. In seiner Werkstatt werden Trompeten zu Lampen, Schrott zu Kunstwerken. Carlotto spannt mich gleich mit ein. Ist das alles hier ein Resultat der Krise? Ja, ich war immer sehr kreativ. Aber als ich meine Arbeit verloren habe, musste ich mich neu erfinden. Ich arbeite fast alles aus recyceltem Material. Hört sich fast so an, als ob das, was du jetzt machst, schöner ist als die Festanstellung. Ja, es macht tatsächlich mehr Spaß. Manchmal, klar, du hast kein festes Gehalt und manchmal kommt nichts rein. Ja, das Gefühl kenne ich. Carlotto fürchtet in seinem Alter keinen festen Job mehr zu finden. Dabei ist er ein echtes Multitalent, wie ich auf dem Dachboden feststelle. Hier baut er Puppen und Instrumente und restauriert alte Kameras. Im Moment hat er mal wieder einen Grafikjob, zeitintensiv und ziemlich schlecht bezahlt. Bist du auch politisch aktiv? Neuerdings ja. Die letzten 3 Jahre haben mein Leben in jeder Hinsicht auf den Kopf gestellt. Ich hatte immer eine politische Identität und habe auch immer gewählt. Aber seit der Krise bin ich richtig aktiv. Ich glaube, Politik, das bin ich selbst. Das sind wir alle. Es ist nicht etwas Entferntes. Das ist ein ganz neues Gefühl hier in Spanien. Sowohl bei den Linken als auch bei den Rechten. Ich glaube, das Zwei-Parteien-System ist am Ende. Das Auto hat Carlotto einst vom Schrottplatz geholt und restauriert. Er vermietet es für Hochzeiten. Nun muss er es verkaufen. Das Geld reicht einfach nicht. Der Multijobber ist auch noch Hausmann. Gegen Mittag holt er den kleinen Sohn aus dem Kindergarten ab. Den Älteren hat er kaum aufwachsen sehen, weil er beruflich so eingespannt war. Das holt er mit dem Jüngsten jetzt nach. Carlottos größte Angst, was, wenn die Familie die Hypothek von 400 Euro monatlich nicht mehr aufbringen kann? Dann hat die Familie kein Dach über dem Kopf und sitzt auf einem Haufen Schulden. Seine Frau arbeitet im öffentlichen Dienst, IT-Service. Aber falls der an ein Privatunternehmen ausgelagert wird, ist auch sie ihren Job los. Die Krise hat uns arg aus der Kurve geworfen. Carlotto ist immer zu in Sorge und nervös, vor allem was das Geld angeht. Früher hatten wir überhaupt keine Geldsorgen. Mein älterer Sohn hatte alles. Sprachschule, Schwimmen, Fußball, Karate. Er konnte alles machen, was er wollte.
Mein kleiner Sohn? Nichts. Er kann nichts machen. Durch die Krise bleibt dem einen Sohn verwehrt, was der Bruder hat. Wir müssen jeden Cent rumdrehen. Er bekommt das noch nicht so mit. Er ist ja noch so klein. Aber mich macht das fertig. Ich denke oft, was habe ich eigentlich verbrochen, damit uns das passiert? Beim Essen lerne ich auch den älteren Sohn Gonzalo kennen. Was werdet ihr wählen, will ich wissen. Ja, ich auch Podemos. Warum? Ich glaube, das ist die einzige Partei, die die Interessen der Jungen vertritt. Sie ist unseren Idealen näher als andere. Im Moment verliert Podemos Stimmen. Warum ist das so? Die Leute sehen, was mit Griechenland passiert ist. Das hat viel Einfluss auf Podemos in Spanien. Weil sie Angst haben, dass ihnen das Gleiche passiert? Ja, warum erlaubt man den Ländern nicht, die Krise auf ihre Weise zu meistern? Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, am besten eine Bombe drauf. Glück und Wohlstand sind wankelmütige Gesellen, denke ich. Sicherheit ist eine Illusion. Es gibt Millionen von Calottos in Spanien und noch mehr Menschen, die gar keine Arbeit haben oder sogar obdachlos sind. Die Krise trieb sie auf die Straße. Ich erinnere mich an die Bilder der Proteste, die Bewegung 15M. Und dann kommt da so ein junger Mann mit Pferdeschwanz, ein Politprofessor der Uni Madrid, und sagt den Leuten, wir können auch anders. Podemos. 2014 gründet er die Partei und wenige Wochen später zieht er ins Europaparlament ein. Am nächsten Tag treffe ich Manel. Er studiert in Deutschland Politik und ist gerade auf Heimaturlaub. Ich bin ja schon 2010 nach Deutschland gegangen und habe deshalb von den Protesten wenig mitbekommen. In Deutschland habe ich einen Podemos-Kreis gegründet, weil ich aus der Ferne an den Veränderungen mithelfen will. Aber da ist man natürlich nicht so nah dran. Im Stadtrat von Madrid mischt Podemos über seinen Bündnispartner Ahora Madrid schon mit. Da macht Manel jetzt ein Praktikum. Heute packt er auf der Plaza mit an. Da stellen sich Parteien und Bürgerinitiativen vor. Die Leute aus dem Stadtviertel sollen zusammen feiern und überlegen, wie sie sich für ein soziales Miteinander einsetzen können. Hast du dir das hier so vorgestellt? Naja, die Leute sind politische Feste nicht gewöhnt. Es gab immer nur religiöse Feste. Aber sie machen mit. Rodrigo arbeitet für die Stadt und hat Manel eingeführt in die neue Politik. Einige von Podemos sind auch da. Politik machen sie in ihrer Freizeit. Revolutionen sind eine feine Sache, aber sie machen auch müde. Wir haben uns mit der letzten Kampagne ziemlich verausgabt. Und dann sind uns die langen Sommerferien dazwischen gekommen. Aber jetzt ist Herbst und wir müssen Gas geben. Manuela Carmena ist die neue Bürgermeisterin. Podemos hat sie bei ihrer Wahl ins Amt unterstützt. Am Rathaus ein Signal. Flüchtlinge sind hier willkommen. Die ehemalige Richterin ist Menschenrechtsaktivistin und hat in den 70er Jahren gegen das Franco-Regime gekämpft. Demokratie ist für sie das höchste Gut. Wir glauben, dass die repräsentative Demokratie nicht mehr ausreicht. Denn das Leben ist so komplex, es verändert sich so schnell. Es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft beteiligt wird. Also die Idee, wir alle tragen mit unserem Wissen bei und schaffen so etwas wie kollektive Intelligenz. Gutes Stichwort. Viele sagen, das Volk sei gar nicht in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen.
Aber das Volk sind wir ja alle. Unser Präsident wertet manchmal Leute wie mich als Amateurpolitiker ab. Für mich ist ein Politiker ein Mensch wie jeder andere auch. Deshalb wundert es mich nicht, dass Manuela als erste Amtshandlung das prachtvolle Arbeitszimmer des Bürgermeisters gegen ein kleines ausgetauscht hat. Und dann hat sie auch noch ihr eigenes Gehalt gekürzt. Madrid soll sozialer werden, sagt die Bürgermeisterin. Dafür gibt es auch mehr Geld. Schon jetzt hat sie 600 Wohnungen mit Minimieten für Alleinerziehende klargemacht und fast 200 für junge Leute. Auch im öffentlichen Nahverkehr tut sich etwas. Die linke Kommunalregierung von Madrid will die Leute weg vom Auto und auf die Schiene bringen. Dafür soll das Tarifsystem vereinfacht werden. Ein Vorschlag von den Bürgern. Ja, ist auf jeden Fall einfacher als bei der Deutschen Bahn, ne? Klima- und umweltfreundlich soll Madrid werden. Autofreie Sonntage und mehr Fußgängerzonen sind geplant. Unterwegs denke ich an Manel und all die anderen jungen Leute, die das Land verlassen mussten. Generation Nini, die weder noch Jugend, wie man sie hier nennt. 30% Jugendarbeitslosigkeit, das ist echt der Hammer. Bettler in der Straße, das sieht man selten in Madrid. Dabei ist der Mindestlohn nur rund 600 Euro im Monat. Und das Leben ist so teuer. Hier im Latinerviertel wohnten einst die Arbeiter. Jetzt sind es Künstler und Studenten, die Wohngemeinschaften und Bioläden eingeführt haben. Tomaten 4 Euro, Brokkoli 4,90 Euro, Salat 2,50 Euro, Preise wie in Deutschland. Vielleicht gibt es daher immer mehr öffentliche Gemüsegärten mitten in der Stadt. Auf einer Karte der Stadtverwaltung sind sie eingezeichnet. Ich will mir einen in der Nähe angucken und bin mit Pablo und Danny dort verabredet. Pablo ist Lehrer an einer Schule und betreut das Netzwerk Urbane Gemüsegärten. 2010 hat er mit 5 brachliegenden Flächen angefangen, illegal. Heute sind es über 100, ganz legal und zum Teil durch die Stadt gefördert. Die Rückeroberung des öffentlichen Raumes mitten in Madrid. Es ist ganz einfach. Ungenutzte Flächen werden als Gärten kultiviert und nebenbei vernetzen wir die Bürger und Nachbarn miteinander und fördern so das politische Bewusstsein. Ich vernetze mich jetzt auch mal mit den Gärtnern und Mutter Erde. Ein komisches Gefühl direkt neben der Stadtautobahn. Und doch hat das urbane Gärtnern großen Zulauf in der Krise bekommen. Denn je schlechter es den Menschen geht, desto mehr brauchen sie die anderen, sagt Pablo. Klar, das ist ein psychologisches Gesetz. Wenn es uns gut geht, können wir in unserer kleinen Familienblase bleiben. Aber wenn es uns schlecht geht, reicht das nicht. Also einer der guten Effekte der Krise ist, auch wenn es hart ist, das so zu sagen, der Traum vom Kapitalismus platzt. Es ist eben nicht jeder seines Glückes Schmied. Willkommen in der realen Welt, wo wir einander brauchen. Pablos Freundin Danny hat 13 Jahre in einer Bank gearbeitet und mitten in der Krise selbst gekündigt. Ich glaube nicht an die ethische Bank und dieses Wirtschaftssystem. 13 Jahre Bank haben mir gereicht. Wir sind nur Nummern für die. Ich will nicht mehr Teil dieses Systems sein. Ich will es ändern. Weißt du schon, was du wählen wirst? Den Wechsel, den Traum und die Hoffnung auf ein anderes System. Irgendwas zwischen Podemos, Linke oder Grüne. Ein
Am Abend nimmt Calotto mich mit zu einer Versammlung seiner Partei. Etwa zweimal im Monat treffen sie sich. Mir fällt auf, dass auch viele Alte dabei sind. Ich frage meinen Nachbarn, ob Podemos nicht eigentlich eine Partei für junge Leute sei. Nein, hier gibt es Jung und weniger Junge. Aber hier ist doch viel mit Internet und so. Machen Sie das auch, will ich wissen? Nein, das ist eher was für die Jungen. Okay. Die Jungen debattieren im Internet, die Älteren treffen sich lieber und reden. Dabei geht es nicht nur um Politik. Die Arbeit in der Gruppe gibt Calotto Halt, auch emotional. Oft ist es ja so, dass durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch die sozialen Kontakte abnehmen. Du dich zurückziehst und depressiv wirst. Und das hier hilft mir sehr. Bis Mitternacht wird diskutiert. Basisdemokratie kann anstrengend sein. Auf der Rückfahrt überlege ich, wie das eigentlich funktioniert mit Podemos. Es ist keine Partei im herkömmlichen Sinn. Wer hier mitmischen will, muss nicht einmal Parteimitglied sein. Er kann sogar Mitglied einer anderen Partei sein. Es gibt weder Parteibeiträge noch Parteibücher. Ganz wichtig für Podemos, eine eigene Internetplattform. Und die will ich mir unbedingt einmal von Manel erklären lassen. Auf seinem Tablet ruft Manel die Plaza Podemos auf. Jeder kann sich mit dem Personalausweis anmelden. Ab dann kannst du an allen Abstimmungen teilnehmen. Also auch beim Parteiprogramm mitwirken? Genau, es läuft wie in sozialen Netzwerken. Du machst einen Vorschlag und die anderen können zustimmen oder ablehnen. Auf das Verhältnis kommt es dann an. Zum Beispiel das Grundeinkommen, ausgearbeitet von einem Podemos-Kreis. Dafür gab es 95% Akzeptanz. Und tatsächlich, später wird ein Grundeinkommen von 600 Euro ins Parteiprogramm aufgenommen. Podemos-Kreise, erfahre ich, sind eine Art Ortsgruppen, für die, die lieber den persönlichen Kontakt haben. Und dann gibt es auch Themenkreise. Wer sich also für Bildung einsetzen will, geht in einen Bildungskreis. Wer sich für Wirtschaft interessiert, in einen Wirtschaftskreis. Alle sprechen von Partizipation, von Bürgerbeteiligung. Das ist das große Thema von Podemos. Und die Stadtregierung setzt es seit den Kommunalwahlen bereits um. Sie hat sogar einen eigenen Beauftragten für die Beteiligung. Pablo Soto ist ehemaliger Hacker und hochbezahlter IT-Experte in der Wirtschaft. Trotzdem arbeitet er lieber für kleines Geld im Auftrag der Stadtregierung. Denn er ist zutiefst überzeugt vom Konzept der Mitbestimmung. Wie kann ich als politischer Repräsentant Millionen von Menschen verkörpern? Das ist ein Mythos, das ist unmöglich. Also müssen wir die Logik ändern, dass nicht die Parteien die Macht haben, sondern die Bürger. Und zwar durch direkte Beteiligung. Medien aus aller Welt interessieren sich für dieses Konzept, sagt Pablo. Aber es gibt auch Gegenwind. Das sind immer die Gegenargumente. Durch diese Direktdemokratie würden Leute verrückte Sachen vorschlagen. Wie Geld für alle? Ja, aber das Gegenteil ist der Fall. Kollektive Intelligenz findet viel bessere Lösungen für Probleme. Über das Online-Portal der Stadt Madrid kann jeder Verbesserungsvorschläge machen, die berücksichtigt werden, wenn es genügend Stimmen dafür gibt. Es ist doch so, auf einen Experten in der Stadtverwaltung kommen Tausende da draußen, Tausende von gut ausgebildeten Experten. Aber ob die langfristig alle am Ball bleiben? Auch Podemos setzt voll auf Bürgerengagement. Aber wer steht überhaupt hinter dieser Partei, die im Internet so präsent ist? Rund 350.000 Eingeschriebene gibt es aktuell. Im Verhältnis zu den Wahlberechtigten ist das mehr, als die SPD Mitglieder hat. Der Pressesprecher von Podemos zeigt mir die Abteilung Soziale Netzwerke, zuständig für die Internetplattform Plaza Podemos, für Facebook, Twitter und YouTube. Hier kommen all die Abstimmungen an von Manel und den anderen Unterstützern. Im Moment wird gemeinsam am Parteiprogramm gefeilt.
Miguel Villa ist einer der Kandidaten für die Parlamentswahl. Er wird meine Fragen beantworten. In diesem ziemlich coolen Konferenzraum hängt nur ein Bild an der Wand. Es macht mich neugierig. Das ist das, was Podemos ausmacht, nämlich die Leute auf der Straße. Kann man sagen, dass Podemos aus der Protestbewegung entstanden ist? Sagen wir mal so, Podemos macht aus ihren Forderungen ein politisches Programm. Aus dem Programm werden dann Gesetze. So schaffen wir es, Forderungen umzusetzen. Und noch etwas wollen Sie anders machen als die klassischen Parteien. Wir finanzieren uns nicht über die Banken, weil wir uns nicht zu ihrem Spielball machen wollen, wenn wir denn in der Regierung sind. Wir wollen uns über das Volk finanzieren. Am Anfang ging das viel über Crowdfunding. Und jetzt haben wir auch gute Erfahrungen mit Mikrokrediten für die Wahlkampagne gemacht. Mikrokredite, das heißt, der Bürger gibt ein zinsloses Darlehen, damit die Partei sich finanzieren kann. Mit 1.000 Euro ist man dabei. Wenn du den Namen Schäuble oder Merkel hörst, was denkst du dann? Austeridad. Claro. Mano dura y austeridad. Sparpolitik und harte Hand. Einerseits beunruhigend, andererseits habe ich Hoffnung. So langsam verstehen immer mehr Menschen, dass sie Regierungen brauchen, die ihre Interessen vertreten und nicht die der Banken oder einiger großer Unternehmen. Also eine Partei der Bürger mit einem Vorsitzenden, der in Talkshows die höchsten Zuschauerquoten erreicht. Die Leute hören ihm gern zu. Carmen Alvarez ist Sozialwissenschaftlerin und beobachtet die Podemos-Szene von Anfang an. Was meinst du, warum ist Pablo so erfolgreich? Er ist jung, kann sehr gut reden und er hat so etwas wie Charisma. Er weiß, wie man die Leute packt und er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber reicht das, um Spanien zu regieren? Carmen sagt, die Partei habe sehr gute Berater. Ist es nicht trotzdem ein bisschen früh? Um Präsident zu werden, braucht Iglesias mehr Vertrauen als andere Kandidaten, weil er sich noch nicht beweisen konnte. Unwahrscheinlich, dass er die Wahlen gewinnt, aber er spielt schon jetzt eine wichtige Rolle darin. Podemos ist nicht mal 2 Jahre alt. Vielleicht war ja der anfängliche Erfolg bei den Europawahlen ein Strohfeuer und der Wahlerfolg 2015 bleibt aus. Es wäre trotzdem ein Erfolg. Sie haben die politische Landschaft in Spanien dauerhaft verändert. Zum Teil haben andere Parteien inzwischen sogar ihre Forderungen übernommen. Und ein historischer Erfolg ist, dass sie zum ersten Mal seit Franco das Zwei-Parteien-System geknackt haben. Mir ist schon ganz schwindelig von so viel Politik. Es ist Samstag und im Latina-Viertel ist Flohmarkt. Gebrauchte Kleidung ist der neue Trend in Madrid. Used Look und Shabby Chic, entstanden in der Not, gelten heute als hip. Die Krise, überall zeigt sie ein neues Gesicht. Aus Empörten wurden Aktivisten, aus Aktivisten Politiker, aus alten Kleidern neue Mode. Hier treffe ich auch Calotto wieder. Vieles verkauft er online, anderes auf den Märkten. Ich will wissen, was er von der Wirtschaftssituation hält. Er sagt, die Sparpolitik habe das Land wirtschaftlich auf den Stand der Nachkriegsjahre zurückgeworfen. Als er vor 25 Jahren beim Fernsehen anfing, habe er besser verdient als die Festangestellten heute. Umgerechnet 1.000 Euro habe ich damals verdient. Wenn du heute 1.000 verdienst, ist das wie ein Hauptgewinn im Lotto. Der Mindestlohn in Spanien 3,90 Euro die Stunde.
Auch wenn es hier nicht nach Armut aussieht, die meisten jungen Leute haben kein Einkommen, leben bei ihren Eltern. 92% aller Arbeitsverträge sind befristet, davon fast die Hälfte auf unter einem Monat. Aufstockung oder Sozialhilfe für Langzeitarbeitslose wie bei uns in Deutschland, das gibt es in Spanien nicht. All das verspricht Podemos. Glaubst du, mit Podemos wird die Wirtschaftspolitik sozialer? Das hoffen wir. Aber klar, wenn du an Griechenland denkst, die konnten auch nicht die Sozialpolitik machen, die sie eigentlich wollten. Aber genau das scheint auf kommunaler Ebene in Madrid schon zu gelingen. Manel hat heute seinen letzten Praktikumstag und mobilisiert wieder die Bürger. Das ist ein brachliegendes Grundstück der Stadt. Und wir haben die Nachbarn eingeladen, damit sie zusammen überlegen, wie wir das nutzen können. Auch Manels Mutter ist gekommen. Sie findet es gut, dass ihr Sohn sich engagiert und hofft, dass Podemos die Wahlen gewinnt. Haben Sie denn keine Angst vor den Reaktionen aus Brüssel? Ja, aber man muss es ja trotzdem versuchen. Die Hoffnung ist ja der Wechsel. Und wenn wir es nicht wenigstens versuchen, führt es auch nirgendwo hin. Also nein, ich habe keine Angst. Manel bittet die Leute zu träumen. Was könnte hier alles entstehen? Urbane Gärten, ein Spielplatz oder eine Bühne. Rodrigo von der Stadtverwaltung wird die Ideen später auswerten. Wie macht sich dein Praktikant? Wir sind super zufrieden. Die Wahrheit ist, wir haben ihn ziemlich ausgebeutet. Er war ein echter Glücksfall für uns. Für Manel geht es morgen zurück nach Deutschland. Eine Woche lang hat er die Stadtverwaltung unterstützt, wo Podemos-Ideen schon umgesetzt werden. Manel, was würdest du sagen? Wie war's? Es war genial. Ich habe eine Menge Kontakte gemacht, die für den Podemos-Kreis in Köln hilfreich sind. Zusammengefasst, eine tolle Erfahrung. Für mich war es auch eine spannende Zeit. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass eine Krise auch eine Chance sein kann. Der 20. Dezember wird zeigen, ob er kommt, der Wechsel in Spanien. Eines ist sicher, von den Massenprotesten bis heute ist viel passiert. Aktivisten sind zu Politikern geworden und haben Spanien gehörig aufgemischt.